Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darksiders 3. Beim letzten Mal waren wir in Haven angekommen. Jetzt geht's hier weiter. Ja. Ich habe letztens. Dieser Ort ist wunderschön. Letztens eine kurze Aufnahmepause gemacht. Ich habe mir was zu essen gemacht. Und jetzt geht's hier weiter. Ich bin so froh, jetzt hier zu sein. Okay. Ja. Beim letzten Mal haben wir der Brückenstein gekriegt. Wir müssen Kahn oder wie er hieß hier unten Menschen bringen. Und dafür upgradet er unsere Peitsche. Aber dass wir Menschen zu ihm bringen können, müssen wir erstmal Menschen finden. So. Tritt ein, Reiter. Okay. Ihr habt nichts zu sagen, schade. Aber der hat dir noch was. Hey, Reiter, wirst du Reiter oder Reiterin genannt? Oder Person zu Ross? Wow. Willkommen, Reiter. Das ist auch ein Erschaffer? Ja. Und die müssen wir jetzt eben die Menschen bringen. Jetzt geht's hier weiter. Aber zuerst möchte ich was nachgucken. Okay, schade. Na, macht ja nichts. So. Fahrstuhl fahren, Fahrstuhl fahren. Hui. Er hat sich seiner Sache fest verschrieben. Ultan? Er ist blind für das, was wirklich zählt. Möglich. Nur eine weitere Schachfigur, die nie verstehen wird, wie mit ihr gespielt wird. Und er hört sich gern selbst reden, nicht wahr? Ganz im Gegensatz zu dir. Hast du was gesagt? Ja. Nein, Ultang. Ultang müssen wir in die Menschen bringen, genau. Haben wir. Ja. So, gucken, können wir wieder ein Level aufsteigen? Jawohl. Spaß machen. Oh, knapp. Wirklich knapp. Wie du willst. So, ich mach in Gesundheit. So. Engels-Artefakt. Artefakte können genutzt werden, um Waffenverbesserungen zu verstärken. Ultan hat dafür sicherlich Verwendung. Ja. Man muss Ultan auch noch die Teile, glaube ich, bringen. So. Ah, weg, weg, weg mit euch. Was das hier sind, weiß ich eigentlich gar nicht. Ob es verzweifelte Menschen sind. Au. Ja. Hier habe ich mich, ehrlich gesagt, nicht groß umgeschaut. Bei meinem anderen Spielstand auf der PS. Also kann es gut sein, dass ich hier mich jetzt besser umschaue. Au, au, au. Und vielleicht noch was finde. Weg da. Wo ich beim anderen Spiel schon eben nicht gefunden habe. So. Ist hier was? Nein. Hier vielleicht? Der Darksider. Ah, guck. Und hier haben wir schon was. Hm. Bei Darksiders ist es eigentlich immer nicht so. Immer ziemlich gut umgucken. Weil man weiß ja nie, wo was sein könnte. Und was ist denn das wieder für ein Monster? Das hält schon mal viel mehr aus.
Diamant Spike. Mit Diamant Spike können deine Waffen aufgerüstet werden. Bringe Ultang Diamant Spike, um deine Waffe zu verbessern. Okay. Ja. Seht ihr? Und schon habe ich was mehr. Aber ja, so. Wir müssen nämlich hier neben dem Loot. Hier müssen wir runterhüpfen. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Ich möchte mich zuerst hier ein bisschen umgucken. Okay. Da kommen wir noch nicht weiter. Da fehlt uns was. Und hier oben. Hoch. Und schon haben wir einen neuen. So. Ein weiterer Gegner ist weg. Pilze. So. Irgendwelche Typen. Aha. Noch was? So ein Gebetsschrein? Ich hab keine Ahnung, was das sein sollte. Aha. Oha, ja, genau. Das wäre der andere Dings gewesen. Beim anderen Ort. Machen wir mal Zornattacke. So. Ihr seht. Macht der schon mal richtig Damage. Aber verliert dafür ja ein bisschen Seelen. So. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Schade. Da liegt noch Loot. Aber man muss den wirklich lassen. Die machen jedes Spiel aufs Neue interessanter. Okay. Hier können wir nicht hoch. Schade. Hierfür fehlt uns was. Schade. Ja. Dann heißt das, wir leveln noch mal ganz kurz. Weil wir haben ja jetzt genug. So. Es wäre eigentlich immer klug, alle Seelen direkt auszugeben. Aber ich spare jetzt mal ein bisschen auf das, dass wir was bei Vulgrim kaufen können. So. Mach noch ganz kurz was. Ihr seht das sogar. Okay. Offline. So. So. Und runter. Bitte nicht. Einfach töte mich. Oh, ich hör auf zu flennen, Mensch. Komm zu mir. Sofort. Willst du leben? Was? Wenn du leben willst, kann ich dich an einen sicheren Ort schicken. Relativ sicher. Berührt ihn. Schwachköpfe. Ein Wunder, dass sie so lange über die Erde herrschen konnten. Ich habe gerade ein Telefon. Moment. Wieder da. Ja, Fury muss ehrlich gesagt ein bisschen an der Höflichkeit arbeiten. Man hat es ja jetzt gerade gesehen mit dem Mensch. Hier riecht es nach Tod. Glaub mir, wir haben uns vor 1000 Jahren mal ein Zimmer geteilt. Okay. Ha. Hier ist ein Vulkan. Perfekt.
Oh, die Unterwelt. Okay. Ich weiß ja nicht, wie die Viecher hier... Au, au. Okay, ja. Die machen hier mehr Schaden, habe ich das Gefühl, wieder auf der PS. Aber auch mit denen werde ich fertig. Yay! Unser zweiter Tod. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber man muss lassen, das Spiel läuft relativ gut. Au. Alter. Wie ihr seht, kommt man schlecht weg, wenn man einmal gehittet wird. Und unser zweiter oder dritter Tod. Also zweiter in der Folge und dritter insgesamt. Ihr könnt ja einen Todescounter machen. So. So. So kann man es nämlich auch erledigen. Indem man es einfach eine Zornattacke macht. Die Viecher, die sind auch aus dem zweiten Teil, so viel ich noch weiß. So, kommt runter. Du kannst auch nichts. Außer Schaden verursachen. So. So. Looten, 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 looten. Und ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum zweiten der sieben Todsünden. Und dank Ultern wissen wir, der muss hier in der Unterwelt sein. Ja, schäbiges Insekt. Da hat Fury vollkommen recht. So. Aber ich lasse nichts ungelootet. Deswegen kloppe ich den hier auch. Weil... Seelen sind so gesagt unsere XP. Ja. So. Und das war ja eigentlich offensichtlich, dass da jemand kommt. So. Ist hier was? Nein. So. Da hinten? Alle Ecken überprüfen. Das habe ich gelernt. Darksiders 1 und 2. Deswegen verzeiht mir meine kleine gründliche Suchung, weil, wie ihr seht, wir haben schon wieder was gefunden. So. Was? Mülleimer. Oh. Ja. So. Okay, hier ist auch nichts. Ah, hier hat's aber was. So. Die sind alle weg. Jetzt können wir noch looten. Hey, mitnehmen. Hm? Ja. So. Hoch. Hoch. Und hier rüber. Hier rüber. Boah, das war Glück. Ist hier was? Nein. Also, das sieht ja schon mal eklig aus. Neues Monster, wo relativ schnell tot ist. Aber, ein Kackangriff hat. So, weg. So. Ja, wie ihr gesehen habt, das ist einmal über die komplette Map gehüpft. Und das kann im Zweifelsfall ein bisschen doof werden. Und das war klar irgendwie. So.
Hab ich alle? Ja. So. Also, hier sind also Eier von Spinnen. Wenn man das so nennen darf. Hängen ihr. Und dann die Chaosgestalt, die halte ich mir auf, also bewahre ich mir auf für einen stärkeren Gegner. Und nicht so für die hier. Genau. Boah, es kann nämlich ein bisschen gefährlich werden. So. Wenn die auf einen zuhüpfen. Wenn man sich nicht achtet, kann das ein bisschen gefährlich werden. So. So, hier wird was. Okay. Also ich kenne das ja, ich habe ein paar Videos dazu gesehen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich hier schon ein bisschen kenne. Nein, ich möchte runter. So. Was? Du beobachtest wirklich aufmerksam, Beobachterin. Okay. So, weg. So, sind der andere? Nein, der andere ist nicht gekommen. Zum Glück. Kurz gelootet. So, weg. Weg. Genau, wie ihr jetzt seht, kann das ein bisschen heikel werden, wenn mehrere aufeinander auf ein losgehen. Heilung. Schrägheit. Es gibt Geschichten über ihn, aber in Wahrheit sieht er noch schrecklicher aus. Ich glaube, mir wird schlecht. Okay, das ist Trägheit. Der zweite von den 7 Todsünden. Noch eine Vulgarin-Position. Womit kann die das? Wird uns beiden okay, Spaß. Jawohl. Wie noch ein Level. Lass dir Zeit. Ich kaufe hier. Ich, wie du willst. Leb wohl. Ich hab hier gerade ein kleines Heilfragment gekauft, weil man weiß ja nie, ne? So, dann esse ich mal die Seelen. So. Womit kann dir dieser Blast hier zeigen? Also, Chaosfragment bewahrt im Inneren eines rasenden Sturms die Unruhe. Schweißt die innere Flamme, die Chaosgestalt aktiviert. Das Überleibsel einer Engelseele schwer beschädigt und durch die Dämonen verloren Chaosfragment entstanden. Immer häufiger, je länger der Krieg tobte. Als die Verfassung der Himmelsarmee schlechter wurde, waren sie noch leichter zu erlangen. Jammer, okay. Stärkung, okay. Ich kaufe mir mal so ein Chaosfragment. Und hier so eine Heilung. Wie du willst. Sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Probiere ich. So. Komm, Käfer.
Du gehst tot, tot, tot. Komm, komm, komm her. Ich möchte nicht da hinten kämpfen. So. Genau wegen euch. So. Die stechen nämlich zu und das kann relativ wehtun. Was möchte der von mir? Aufheben? Und tragen wir den mal ein bisschen durch die Landschaft. Okay. Ah, ist es nicht so ein... Okay. Aha. Das war so ein Teil, wo beim ersten Mal unten lag. Okay, die kann man runterschlagen. Wusste ich nicht. Was bewacht der hier? Au. Ja. Und der nächste tot. Schade. Ja, das wusste ich. So. Kann ich irgendwie... Klappen, klappen, klappen. Klappen. Und nicht mit runterfallen. Der ist tot. Yay! Aber die Seelen liegen da unten. Ah, guck mal, die kommen sogar hoch. Okay. Das ist nice gemacht. Aufsammeln. So. Was hat denn der bewacht? Also man muss schon sagen, es sieht immer schön aus. Ah, guck mal. Ein Mensch. Es ist genug. Genug. B. Mann, geh weg. Barriere, danke. Tschö. Dann kann ich nämlich hier weitermachen. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. So. Okay, da hinten kämpft wer? Mit Engeln? Schräg, schräg, Dämonen? Also, wie wir gelernt haben, brauchen wir das Vieh hier, um das Spinnenweben zu zerbomben, kann man sagen. So. Geh mal essen. Essen. So. So. Au. So kommt nicht durch anscheinend. Dun, dun, dun. Ah. Okay. Da kommt das Teil. Sobald ich hier runtergehe, bitte. Leo. Komm, weg, 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 weg. Oder ich? Wow. Ich dachte, man sei hinter dem Stein sicher. Okay. Schade. Ja, gut. Halte. Aha. Okay. Ja, hi, warum? Ist das offen oder ist es jetzt zu? Es sieht offen aus. Jo, es ist offen, gut. Immerhin bleibt es offen.
Komm, komm. Ausgeschaltet. So, jetzt bist du mal fällig, du Vieh. Weil in der Chaosgestalt heilt man sich gleichzeitig. So. Geht weg, weg, weg. Gegner zu treffen, um ihn unausweichlich zu vernichten. Bei so viel Eigenlob solltest du dir lieber die Nase zuhalten. Ja. Und wie gedenkst du das zu lösen, meine blutdürstige Herrin? Hm. Ja. So, gehen wir mal durch. Dun. Loot? Jawohl. Aha, also das muss ich. Bleibt das weg? Mal gucken. Bleibst du weg? Nein. Also das Vieh kommt von da. Also müssten wir... Ah, ich glaube, ich weiß wie. Das andere von unten hochholen? Ohne dass es eine Bombe ist? Spät. Geh mal kurz beiseite. So. So, komm. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Brauch dich. Komm. Mit. So. Ja. Weil ich hab so eine Ahnung. Wenn du dich voll isst, genau. Und? Jawoll, das sagt immer, dass wir es gelöst haben. Das kleine Rätsel. So. Stärkung? Nee, das war das Falsche. Chaosfragment, genau. Also, man muss lassen, Fury sieht hier mit geil aus. Ich warte gerade, bis der Cooldown fertig ist, um die Chaosgestalt herbeizurufen. Weil, so wie das aussieht, geht man in den Kampf und der hört sich. Und man weiß ja nie, man kann das immer gut gebrauchen. So. Rüber. Und hier. Musik in meinen Ohren. Spüre das Brennen der himmlischen Klinge. Spaß daran, Engel zu zerstückeln. Jeder braucht ein Hobby. Ich hoffe, du hast mir etwas übrig gelassen. Ich versuche es nicht allzu sehr zu genießen. Kämpfe oder krieche, Hexe. Oh, das. Bedauerlich. Weg, 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 weg. Weil er kann uns in der Chaosgestalt keinen Schaden anrichten. Schade. Schade, schade. Aber er zieht uns an der Chaos-Figur. Also, wenn er uns trifft, zieht er uns die Chaos-Gestalt schneller ab, wie das sonst. Toll, wir spawnen hier. Aber es macht ja nichts. Wir haben ja alles gelöst. Also, von dem her. Und da drüben sieht man unser Leichnam. So. Schade, ich dachte, wir können den auch zerstören.
Leider nein. So, hopp, hoch. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge, weil ich möchte die so zwischen 20 und 40 Minuten halten. Also wäre 30 optimal. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Gottmos. Tschüss.